Ja, nochmal ein herzliches Willkommen an Sie und euch alle zu dieser Veranstaltung, die in der Konstellation der Referentinnen und vielleicht auch in der Konstellation des Publikums die Generation Oktoberfestattentat und die Generation NSU-Komplex einmalig ist, sozusagen eine Premiere. Und die unter dem Titel der NSU-Komplex und das Oktoberfestattentat neonazistischer Terror, Geheimdienstkontinuitäten und die Grenzen der Aufklärung, die führenden Journalistinnen, Journalisten in dem Fall, Frauen kann ich mir heute Abend fast sparen, das I, versammelt auf dem Podium und zwei sehr profilierte Vertreter der Nebenkläger, der Opfer des Oktoberfestattentates und der Mordserie des NSU und zwei Vertreterinnen und Vertreter der parlamentarischen Aufklärung. Zu meiner Linken Rechtsanwalt Werner Dietrich. Er vertritt seit 30 Jahren Opfer, 32 Jahren Opfer des Oktoberfestattentates und man kann, glaube ich, mit Fug und Recht sagen, dass ohne ihre Beharrlichkeit, ohne ihren langen Atem es niemals dazu gekommen wäre, dass der GBA, der Generalbundesanwalt, jetzt tatsächlich das Ermittlungsverfahren wieder aufnehmen musste. Und an Ihrer Seite auch seit 32 Jahren Ulrich Chaussy. Sie, als Autor der Standardwerte über das Oktoberfestattentat, sind, glaube ich, auch für viele von uns jüngeren Kollegen und Kolleginnen wirklich ein Vorbild, beharrlich in der Recherche zu bleiben und nicht aufzugeben, trotz großer Widerstände. Florian Ritter, für die SPD im Landtag, auch schon sehr lange im NSU-Untersuchungsausschuss des Bayerischen Landtags und einer derjenigen, die hier auf parlamentarischer Ebene versuchen, Aufklärung tatsächlich real werden zu lassen. Mal weiter mit Martina Renner. Angefangen im thüringischen NSU-Untersuchungsausschuss als Obfrau der Linksfraktion, inzwischen im Bundestag als Mitglied im Innenausschuss, immer noch am NSU-Komplex dran und derzeit Obfrau im BND-Untersuchungsausschuss, auch ein Geheimdienst, der ja unmittelbar mit zu den beiden Komplexen gehört. Dirk Labs, Autor des Standardwerks zum NSU-Komplex Heimatschutz, zusammen mit Stefan Aust, der heute Abend auch hier als Gast ist. Und Sebastian Schamer, Vertreter der Familie Kubaschik, deren Vater, Ehemann Mehmet Kubaschik, im April 2006 vom NSU in Dortmund ermordet wurde. Und ganz kurz, bevor wir einsteigen in die erste Fragerunde, noch was zum Ablauf dieser Veranstaltung. Wir machen zwei Runden auf dem Podium und dann wollen wir Ihnen und euch die Gelegenheit geben, Fragen zu stellen. Es wird ein Saalmikrofon geben und angesichts der Fülle der Fragen, das wissen Sie, würden wir Sie bitten, nachher einfach kurz zu bleiben, präzise zu bleiben in den Fragen, auch wenn es sicherlich viele geben wird. Und die allererste Frage geht an Sie, Herr Dietrich, mit der Bitte, kurz zu skizzieren, was ist der aktuelle Stand in dem Ermittlungsverfahren, das der Generalbundesanwalt jetzt wieder aufgenommen hat und worauf stützt sich dieses Verfahren im Wesentlichen? Ja, vielen Dank, guten Abend. Sie haben uns ja eine Vorgabe gegeben, nämlich maximal 10 Minuten zu reden. Das ist angesichts der Tatsache, dass ich seit genau 32 Jahren und 8 Monaten an dem Fall arbeite, nicht ganz einfach. Ich werde die ersten 32 Jahre weglassen und mich, es ist auch erfreulicher, und mich auf die letzten 7 bis 8 Monate konzentrieren. Ich habe meinen dritten Wiederaufnahmeantrag am Datum 26.09.2014 gestellt. Und am 11. Dezember 2014 hat der Generalbundesanwalt in seiner Jahrespressekonferenz
erklärt, dass er die Ermittlungen zum Oktoberfest-Attentat umfassend wieder aufnimmt. Der jetzige Stand von Freitag ist der, dass ich vor ungefähr 3-4 Wochen beantragt habe, erneut Akteneinsicht in die Spurenakten zu bekommen. Die sind ganz zentral. Es sind 887 Spuren, die beim Bayerischen Landeskriminalamt 30 Jahre geschmort haben. Und wo ich also vorher jahrelang kämpfen musste, Akteneinsicht in diese Spurenakten zu bekommen. Das wurde immer verwehrt unter Hinweis auf Datenschutz und die würden nicht zum Strafverfahren gehören, sondern es würde Polizeirecht gelten und in Bayern sei der Datenschutz besonders streng und so weiter. Und deswegen habe ich die nicht bekommen. Bis vor anderthalb Jahren ein Gespräch im Landtag stattfand, nach der Aufführung des Films Der blinde Fleck, und der Innenminister Herrmann sich bereit erklärt hat, Akteneinsicht in diese Spurenakten zu geben, allerdings nur in geschwärzte Spurenakten. Diese 887 Spuren sind in sich nicht nummeriert, was auch schon mal sehr verdächtig ist. Die Spur kann sein 2 Blätter, kann auch sein 140 oder 150 Blätter. Insgesamt sind es ungefähr 10.000 Blatt. Diese Originalspurenakten sind inzwischen beim Bundesanwalt und bei der Bundesanwaltschaft und den Hauptakten beigezogen worden. Das heißt, sie gehören zum Strafverfahren, sodass es jetzt also möglich ist, ohne diesen Vorwand die Akten zu bekommen. Und ich denke, dass ich diese oder nächste Woche da eine Antwort bekomme. Das ist in vielfacher Hinsicht wichtig für die Frage von V-Männern. Dann ist vergessen worden, bestimmte Besprechungsprotokolle rauszunehmen, wo hohe Beamte einmal am 8. Oktober 80 und dann wieder am 14. Oktober 80 den Stand der Angelegenheit und wie sie die Sache sehen und was sie jetzt neu planen, besprochen haben. Und ab 14. Oktober kann man genau nachvollziehen, ein ganz kurzes Protokoll. Es hält ein hoher Beamter vom LKA ein Referat und ab dem Zeitraum wird nur noch die Einzeltäterthese vertreten. Während Sie vorher gesagt haben, das Protokoll ist viel länger und mit einzelnen Details und so weiter, während Sie vorher gesagt haben, ja, es gibt da die Gruppe HEP, die ist im Libanon, die hat auf jeden Fall damit zu tun, weil die sich ein spektakuläres Alibi da verschaffen wollte. Dann gibt es den Zeugen Lauterjung und andere, die weitere Personen gesehen haben, die mit Köhler gestritten haben und, und. Ein sehr detailliertes Protokoll, alle sind sich einig, es muss Mittäter und mehrere geben, unter anderem aus der Gruppe HEP, von der wir heute wissen, dass HEP V-Mann war, der geführt worden ist vom Verfassungsschutz und LKA in Baden-Württemberg und der gleichzeitig auch für die Stasi gearbeitet hat. Das kann man nachher, wenn Sie noch Fragen dazu haben, noch ausführen. Der wird aber aus der Schusslinie genommen, vermutlich deswegen, weil derjenige, der das Referat hält, und das ist leider geschwärzt, das würde ich gern im Original sehen, der sagt offensichtlich, das ist einer von uns, wollen wir mal vergessen, sozusagen. Anders ist das nicht zu erklären, diese Geschichte. Okay, von dieser Qualität sind diverse andere Spuren. Von den 887 Spuren kann man sagen, 300 bis 400 sind zu Recht aussortiert worden, braucht man nicht. Aber andere sind sehr, sehr wichtig, insbesondere auch noch diese Spur Lemke. Kennen Sie den Namen wahrscheinlich, wenn Sie sich ein bisschen damit befasst haben. Förster im niedersächsischen Nähe Uelzen mit riesigen Waffenlagern, die in der Größenordnung von 125 Fußballfeldern seitenweise, das würde meine gesamte Redezeit in Anspruch nehmen, wenn ich die ganzen Waffen, die er hatte, Munition und so weiter, vorlesen würde. Er soll es aber alleine gemacht haben aus Angst vor einem russischen Angriff und auch keine Mittäter gehabt haben. Er wurde dann ja vorläufig festgenommen, wollte auspacken und ist dann am Abend vor dem Auspacken gegenüber der Bundesanwaltschaft, das wäre ein Montagmorgen gewesen, erhängt in seiner Zelle
aufgefunden worden. Angeblich soll er das selber gewesen sein und soll es auch einen Abschiedsbrief geben. Diese Spur 253 ist dermaßen interessant und differenziert, aber das meiste ist leider auch bisher geschwärzt. Aber da fallen viele Sachen auf. Meiner Meinung nach ist auch dieser Lemke ein V-Mann, der zusammengearbeitet hat mit Hepp die sich sozusagen gegenseitig auch mit Waffen ausgestattet haben. Dass die beiden Kontakt hatten, steht fest, weil man, es gibt einen Journalisten, der die Gefangenenbücher einsehen konnte, und Hepp und Lemke war mal in Beugehaft, haben zur gleichen Zeit in Haft gesessen und einen Briefwechsel gehabt. Und diese Gefangenenbücher gibt es noch, also die haben direkt miteinander zu tun. Bei dieser Spur fällt auf, dass sofort, als diese Waffen gefunden werden, das Waffenräumkommando der Bundeswehr kommt, obwohl es eigentlich ein aus privatem Interesse und mit Ängstlichkeit von einem sowjetischen Angriff handelnden Oberförster geht. Zum anderen steht in der Spur drin, die sei nicht gerichtsverwertbar oder nur zum Teil gerichtsverwertbar, was ein Klassiker ist bei Akten, wo die Gefahr besteht, dass dann ein V-Mann oder ein Mitarbeiter der Dienste, wenn die gesamte Spur oder seine gesamte Agenda bekannt wird, enttarnt wird oder werden kann. Es gibt noch andere Argumente dafür, nämlich, dass die Stasi diesen ganzen Funkverkehr abgehört hat zwischen Leuten, die im Rahmen von Stay Behind gearbeitet haben und die geführt wurden vom Bundesnachrichtendienst, und dass es Funkverkehr gibt ganz in der Nähe von Lemke. Insbesondere gibt es Geburtstagsgrüße. Das ist zu viel, wenn ich Ihnen das jetzt sage, aber jedenfalls hat der BND immer dem Agenten und der Frau zum Geburtstag gratuliert, und die Stasi hat rausbekommen, welche Agenten wo gewohnt haben, und hat rausbekommen die Geburtsdaten und konnten dann sozusagen das zusammenführen, Geburtstag der Frau, Geburtstag des Mannes, und dann wussten sie, aha, das ist jemand, der im Rahmen von Stay Behind, also mit diesen Waffenlagern oder so, unterwegs ist und zu tun hat. Also diese Spurenakten müsste ich eigentlich, weil es mir mehr oder weniger versprochen worden ist, mit rechten Dingen zugeht, ungeschwärzt bekommen. Und da sind also sehr, sehr spannende und sehr, sehr interessante Sachen drin. Das andere ist, dass es Akten gibt, die beim Bayerischen Hauptstaatsarchiv gelagert worden sind, ausgelagert worden sind, panikartig kann man sagen, von bayerischen Behörden, auch vor anderthalb Jahren ungefähr. Nämlich als bekannt wurde, dass möglicherweise an den Wiederaufnahmegründen etwas dran ist, da fing der RAN vom Bayerischen Innenministerium, vom LKA, vom Bayerischen Verfassungsschutz und so weiter an, Akten auszugeben und abzugeben an das Bayerische Hauptstaatsarchiv, teilweise ohne Abgabeverzeichnung und völlig entgegen den Regeln, die es normalerweise gibt, sondern bloß schnell die Akten aus dem Haus haben, damit, wenn es bekannt wird, dass da was drin ist, dass man nicht sagen muss, ja, darauf sitzen wir gerade, die sind gerade bei uns. Dieses ganze Aktenkonvolut hat bisher noch kein Staatsanwalt sich angeguckt. Das sind insgesamt 95 Akteneinheiten. Die eine Akteneinheit ist ungefähr ein Leitsordner. Wenn Sie rechnen, das sind pro Leitsordner 200 bis 300 Seiten, kommen Sie auf zwischen 10.000 und 20.000 Blatt und Seiten zum Tatkomplex Oktoberfestattentat, was bisher gelagert hat in den verschiedenen Ämtern, Behörden, Verfassungsschutz und so weiter, was dann abgegeben wurde ans Hauptstaatsarchiv und was jetzt neuerdings das Hauptstaatsarchiv an die Generalbundesanwaltschaft beziehungsweise an das Landeskriminalamt abgegeben hat. Wir haben ja die ungute Situation, dass die Generalbundesanwaltschaft am 11. Dezember 2014 mit der
Ermittlung wieder beauftragt hat. Die alte Behörde, die schon mal ziemlich versagt hat und die von vornherein definitiv gesagt hat, Köhler war es alleine, keine Mittäter, die haben sich genau festgelegt. Die Abschlussverfügung der Generalbundesanwaltschaft war ja wesentlich differenzierter. Die sind also wieder beauftragt worden mit diesen Ermittlungen. Da muss man sehen, was da rauskommt. Das sind also, wie gesagt, ungefähr 20.000 Blatt, um die es geht und die jetzt durchgearbeitet werden müssen von der SOKO, die es hier jetzt wieder gibt, mit 21 Personen und mit 4 oder 5 Staatsanwälten bei der Generalbundesanwaltschaft. Also der Herr Weingarten ist ja auch bekannt aus dem NSU-Verfahren. Dann gibt es einen weiteren Staatsanwalt, der auch aus der bayerischen Justiz hervorgegangen ist. Insgesamt 5 Beamte, die also da dran sind und die also jetzt eine ganze Menge zu tun haben. Ich darf nicht so lange reden. Ich muss noch kurz was sagen zu dem, was die Bundesanwaltschaft seit Wiederaufnahme der Ermittlungen gemacht hat. Sie hat also nicht nur Akten beigezogen und ich habe ungefähr 50 Seiten in meinen Wiederaufnahmeantrag geschrieben. Es war der 3. Und der Herr Weingarten hat gesagt, ja, das arbeiten wir jetzt ab, sozusagen alles, was du da oder Sie da vorgeschlagen haben, was wir an Akten brauchen, fordern wir auch an. Insbesondere eben die vom Bayerischen Landeskriminalamt und die bayerischen Akten, aber auch Akten vom Verfassungsschutz in Bayern hier, Akten vom Verfassungsschutz in Köln und von den verschiedenen Landeskriminalämtern und Landesverfassungsschutzämtern. Dieser Prozess ist noch im Gange, ist noch nicht endgültig beendet, aber soweit ich weiß, ist das im Rahmen der Ermittlungen, die die wieder aufgenommen haben, in diesem Monat wohl so, dass man alle Akten, die sie selber haben wollen, tatsächlich auch hat. Ob das tatsächlich vollständig ist, ist eine ganz andere Frage. Ich glaube nicht. Ich denke, dass bestimmte Akten auch bei den bayerischen Behörden noch vorhanden sind, aber noch nicht weitergegeben worden sind. Nicht nur bei den Spurenakten, sondern auch bei den Hauptakten und dass man da gezielt nachfragen muss, was die Bundesanwaltschaft bisher noch nicht gemacht hat, weil sie noch dabei ist, sich die Akten anzugucken, die sie sozusagen freiwillig in Anführungszeichen bekommt. Vielleicht jetzt erstmal soweit. In der zweiten Runde können wir ja dann auf das, was die Bundesanwaltschaft bisher gemacht hat. Die hat mehrere Zeugen, die ich benannt habe, schon vernommen. Und meiner Ansicht nach ist da auch eine ganze Menge rausgekommen. Das können wir ja vielleicht in einer zweiten Runde dann machen. Ja, herzlichen Dank. Herr Schamer, auch an Sie die Frage, wie bewerten Sie den aktuellen Stand oder was können Sie uns über den aktuellen Stand im NSU-Prozess sagen? Und wenn man der Berichterstattung Glauben schenken darf, dann gab es zumindest einige Nebenklägervertreter, die gesagt haben, Teile der Anklage sind mittlerweile belegt. Würden Sie das auch sagen? Ja, wäre jetzt nicht so eine große Überraschung. Ich habe gerade mal überschlagen, dass wir jetzt seit ungefähr 3 Jahren und 8 Monaten versuchen, die Wahrheit rauszufinden und wage mal die Prognose, dass wir in 32 Jahren immer noch nicht eine vollständige Aufklärung haben werden, wenn es so weitergeht. Über 200 Tage NSU-Prozess. Die Bundesanwaltschaft hat eine Anklage erhoben, in der es darum geht, dass ein scheinbar isoliertes, agierendes Trio aus 3, ich fasse es mal so zusammen, durchgeknallten Neonazis umgeben von einigen wenigen wissenden Unterstützern 10 Morde und etliche versuchte Morde, Banküberfälle begangen hat und auch eine terroristische Vereinigung darstellt. Das ist die Grundlage, mit der sich dieser Prozess erstmal beschäftigt, was schon insofern etwas absurd anmutet, als dass das Bekennervideo des NSU mit dem Satz "Wir sind ein Netzwerk" anfängt. Und darum geht es uns eben auch in diesem Prozess und auch in der Begleitung von verschiedenen politischen Gremien, nämlich um die Aufklärung dessen, was tatsächlich passiert ist.
Ich vertrete Gamze Kubaschik aus Dortmund. Ihr Vater wurde in Dortmund erschossen. Sie sagt und hat schon immer gesagt, dass sie denkt, das waren Türkenhasser, so hat sie es damals gesagt. Sie hat gesagt, es müssen doch Nazis gewesen sein. Und sie glaubt nicht daran, dass es eben diese drei Personen alleine gewesen sein können. Und das hat auch realistische Gründe. Zum einen gibt es an fast allen Tatorten Hinweise darauf, dass weitere Personen beteiligt gewesen sind, dass es Unterstützung auch im Rahmen von Netzwerken gab. Zum anderen wissen wir auch durch viele mühselige Verhandlungstage inzwischen, dass es jedenfalls nach dem Untertauchen des Trios eine breite Unterstützung durch das Blatt in Anna-Netzwerk in Chemnitz gab und später diese Unterstützung durch Netzwerke nicht einfach ersatzlos weggefallen sein kann. Das ist so die eine Seite der Geschichte. Die andere Seite, und da gibt es durchaus Kontinuitäten, auch zum Verhalten der Behörden, wie sie im Oktoberfestattentat und den Ermittlungen sich widerspiegeln, ist schlichtweg unsere oft existierende Hilflosigkeit, Aufklärung voranzutreiben. Die liegt an mehreren Umständen. Die Bundesanwaltschaft ist da ein ganz zentraler Part im Rahmen dieser Problematik. Die hat nämlich eine ganz eigene Vorstellung davon, was Vertreterinnen und Vertreter von Nebenklägerinnen und Nebenklägern an Akten bekommen und was nicht. Und zwar muss man sich da so vorstellen, dass die Bundesanwaltschaft sich Ermittlungsergebnisse sortiert. Zum einen sortiert sie alles, was sie nach ihrem Gusto in das Verfahren NSU, in die Bewertung einfließen lassen will, in die Verfahrensakten, die kriegen wir auch. Und dann gibt es Verfahren gegen 9 weitere namentlich benannte Beschuldigte. Wir bekommen diese Akten nicht, ich vermute aber, da wird auch nicht viel drinstehen, weil möglicherweise irgendwann Verteidigern von diesen 9 namentlich benannten Beschuldigten Einsicht bekommen. Und da gibt es eine mysteriöse, ganz große Akte, die nennt sich Verfahren gegen Unbekannt. Und dieses Verfahren gegen Unbekannt wird geführt wegen des Verdachts der Unterstützung einer terroristischen Vereinigung. 129a StGB ist ein Delikt, was prinzipiell nicht nebenklagefähig ist. Das heißt, dadurch, dass es faktisch für dieses Delikt, dass ein Opfer nicht gibt, außer den Staat selbst. Und zum anderen, weil namentlich bekannte Beschuldigte nicht existieren, wird insofern dieses Verfahren nie ein Anwalt, eine Anwältin Einsicht bekommen. Und wir haben es jetzt ganz oft erlebt in dem Verfahren, dass wir Zeuginnen und Zeugen benennen, umfangreiche Beweisanträge stellen und dann relativ kurze Zeit später Protokolle von Zeugenvernehmungen übersandt bekommen, die schon ein Jahr alt sind und mehrere Seiten und teilweise recht umfangreich viele Seiten umfassen, die Bundesanwaltschaft längst geführt hat und das BKA, die beispielsweise mit der Frage beginnen, kennen Sie Beate Zschäpe oder können Sie diese und jene Fotos identifizieren, die aber nicht zu unserer Sache gehören. Das ist schon erstaunlich und ist ein Part der Geschichte, also viele Akten, die wir nicht bekommen, auch Spurenakten, die wir nicht bekommen, die wir nur vor Ort einsehen können, die noch einen wesentlich größeren Umfang haben. Der andere Part ist natürlich die Rolle der Geheimdienste, die wir versuchen aufzuklären. Auch hier existiert sehr viel Aktenmaterial, was uns nicht zur Verfügung gestellt wird. Es gibt Treffberichte, es gibt Deckblattmeldungen, das muss man wissen. Wir kriegen häufig nur Deckblattmeldungen und die Treffberichte nicht. An verschiedenen Stellen wird behauptet, dass Akten geschreddert worden sind, die inzwischen aber auch teilweise wieder aufgetaucht sind, die uns aber auch nicht vorgelegt werden. Ich will das jetzt sozusagen gar nicht in die Breite führen, weil wir die Zeit in der ersten Runde zunächst nicht haben. Was ich sozusagen interessant finde, auch an dem Buch von Larfs und Aust, ist, dass die ganze Geschichte im Grunde genommen mit Carsten Schepanski beginnt. Und das ist für mich auch eine zentrale Figur, denn und das, die Frage will ich schon nochmal aufwerfen, ist eine, die wir uns auch zentral stellen im NSU-Verfahren. Der Verfassungsschutz in Brandenburg bekommt den Hinweis, da sind die drei Untergetauchten, die sind im Raum Chemnitz, die bewaffnen sich, die wollen Straftaten begehen. Diese Meldung wird bestätigt. Dann treffen sich drei Geheimdienste, nämlich Brandenburg, Thüringen und Sachsen. Wahrscheinlich ist auch das BfV am Tisch. Wir haben von diesem Treffen die jedenfalls dokumentierten Dokumentation nicht in unseren Akten. Und dann passiert nichts. Das kann man ehrlich gesagt nicht glauben. Und das wirft relativ viele Fragen auf, vor allen Dingen, wenn man sich vor Augen hält, dass wir inzwischen 42 V-Personen im Umfeld, näheren und weiteren Umfeld des Trios identifiziert haben. Und an der Stelle muss man sich dann einfach die Frage stellen,
was danach gekommen ist. Wir können sagen, das, was bislang die öffentliche Darstellung ist, das kann nicht stimmen. Das kann nicht stimmen. Aber wir können eben auch nicht sagen, was tatsächlich passiert ist. Und das ist ein Zustand, der auch für meine Mandantin und ihre Familie schlichtweg unerträglich ist. Ja, vielen Dank an Sie beide. Die Nachfrage zum einen, auch an Sie die Frage, Herr Dietrich, was wünschen sich Ihre Mandanten und Mandantinnen nach so vielen Jahren? Was ist deren Hauptwunsch? Und die zweite Frage, haben Sie nicht Sorge, dass der Generalbundesanwalt, wie ja schon einmal, dieses Verfahren aus rein kosmetischen Gründen führt und dann sagt, naja, jetzt haben wir nochmal ermittelt und jetzt können wir endgültig die Akten zumachen? Ja, diese Sorge habe ich. Aber ich denke, wir sind im Moment noch in einer Phase, wo man, ich sage es mal etwas pathetisch, der Bundesanwaltschaft noch einen ganz kleinen Vertrauensvorschuss geben muss. Die ermitteln seit 11. Dezember 2014, also Weihnachtszeit abgerechnet, seit ungefähr 4 Monaten und haben jetzt, denke ich, die Akten, soweit sie sie haben wollten und angefordert haben, bei sich im Hause und haben Leute, die sich eingearbeitet haben. Die alten Beamten sind an der Sache nicht mehr dran. Die hat es, sagen wir mal, vor 2-3 Jahren hier beim LKA immer noch gegeben und die haben einen ziemlich suffisant abfahren lassen. Jetzt ist das eine relativ neue Truppe, 21 Personen, und die müssen sich natürlich einarbeiten in diese Unterlagen. Das sind 20.000 bis 30.000 Blatt, konservativ gerechnet. Das ist natürlich nicht ganz einfach. Und da muss man erst mal sehen oder denen einen gewissen Vorsprung geben, dass sie das noch machen können. Ich denke, es wird wichtig sein, was die Bundesanwaltschaft mit den Zeugen, die sie bisher vernommen hat, macht, ob sie das, was die gesagt haben, ernst nimmt. Darüber kann ich natürlich vielleicht nachher in der nächsten Runde etwas sagen. Ich denke an den Aussagen, die die Zeugen gemacht haben, bisher schon und die der Bundesanwaltschaft vorliegen, kommt man nicht so ohne weiteres vorbei. Sie deuten darauf hin, dass es eine zweite Bombe gegeben hat, dass es andere Mittäter gegeben hat, die möglicherweise auch namentlich bekannt werden. Und ich glaube, die Bundesanwaltschaft weiß das, dass sie sich es nicht mehr leisten kann, das Verfahren noch mal wieder einzustellen. Wenn, dann würde sie es eher so machen, dass es längeren Zeitraum dauert und sie sagt, okay, wir ermitteln noch und in Wirklichkeit passiert vielleicht nichts. Aber nach dieser Vorgeschichte und auch nach diesem multiplen Versagen im NSU-Bereich denke ich nicht, dass die Generalbundesanwaltschaft, nachdem sie das Verfahren wieder aufgenommen hat, innerhalb der nächsten 2 Jahre sagt oder sagen kann, jedenfalls ist die Beweislage, wie sie bisher jetzt bekannt ist, nicht so, da kommt wieder nichts raus und wir stellen es nochmal ein. Das wird sicherlich nicht das Ergebnis sein. Auch an Sie die Nachfrage, Herr Schammer. Ihre Mandantin, was wünscht sie sich und was erhofft sie sich nach diesen über 2 Jahren Prozess, die sie ja auch sehr intensiv mitverfolgt hat, und den zahlreichen parlamentarischen Aufklärungsbemühungen? Naja, ihr ist ja im Grunde genommen in die Hand versprochen worden, bis rauf zur Bundeskanzlerin, dass es eine vollständige und transparente Aufklärung geben wird. Das Versprechen ist aktuell schon gebrochen. Und darüber ist sie frustriert und das ist auch nachvollziehbar. Wir werden, die Prognose sei mal erlaubt, wir werden alles versuchen, die Aufklärung in dem Prozess voranzutreiben. Und es wird auch an vielen Stellen schlichtweg deswegen notwendig sein, weil so eine terroristische Vereinigung, wenn man die feststellen will, eben auch ein Ziel braucht, eine Größe braucht, eine Gefährlichkeit braucht. Also das sind alles Fragen des Prozesses. Aber man wird uns das an einem bestimmten Punkt verwehren. Wir werden auch, weil die Geheimdienste blockieren, weil die Bundesanwaltschaft sich da vorstellt und, das muss man auch sagen, die Verteidigung sich auf die Seite der Bundesanwaltschaft, jedenfalls die von Czepel, stellt, da an bestimmten Punkten nicht weiterkommen. Das wird einfach so sein.
Und deswegen ist die große Hoffnung meiner Mandantin, dass der Bundestag einen neuen Untersuchungsausschuss einsetzt. Das wäre die einzige Instanz, die jedenfalls die Bundesbehörden und deren Versagen und weitere Vertuschungsversuche aufklären könnte. Insbesondere das Bundesamt für Verfassungsschutz. Und man muss auch mal sagen, das, was die Bundesanwaltschaft da macht, könnte sich auch mal einen Untersuchungsausschuss anschauen. Herr Schussi, in Ihren jetzt über 3 Jahrzehnten währenden Recherchen, an welchen Punkten, würden Sie sagen, haben Sie die eklatantesten Beispiele für eine Blockade der Aufklärung gefunden? Das ist ganz gut, dass es nicht so ist, wie schriftlich hier niedergelegt. Es waren nämlich nicht die Geheimdienste, die am Anfang und über lange Jahre hinweg das größte Aufklärungshindernis waren, die kamen erst mal gar nicht in den Blick. Mit der Ausnahme der Einwirkung des damaligen Staatsschutzchefs Dr. Hans Langemann. Diese Einmischung ist ja eigentlich ungefähr ab 1982 sichtbar geworden. Darüber habe ich lange recherchiert und in dem Buch von 85 ja auch schon veröffentlicht, dass dort also ganz offenkundig ein Mann, der dafür zuständig war, den Verfassungsschutz zu beaufsichtigen und natürlich übrigens auch den Einsatz von V-Leuten zu regeln und darüber Kenntnis zu haben, dass der in dieser krisenhaften Situation 9 Tage vor der Bundestagswahl als gerade eine politische Beschuldigung in die Gegenrichtung ausgesprochen wird. Der damalige Kanzlerkandidat Franz Josef Strauß hat ja den damaligen Bundesinnenminister Gerhard Baum von der FDP beschuldigt, er habe die Geheimdienste und die Sicherheitsbehörden dermaßen verunsichert, dass dieses vermutet linke Attentat habe passieren können. Und am nächsten Morgen kommt heraus, dass es den starken Verdacht gibt, weil der mutmaßliche Bombenleger aus der rechtsextremen Ecke kommt, dass das eine üble Weiterung nach sich zieht. Es ist natürlich der Hohn, den beispielsweise Franz Josef Strauß ausgegossen hat, noch im März, also 2 Monate nach dem Verbot der Wehrsportgruppe Hoffmann, im März 1980, da schickt man 500 Polizisten los, um ein paar Verrückte im Wald festzunehmen, die ja überhaupt gar nichts, die keine funktionsfähigen Waffen haben und denen man nichts nachweisen kann und so fort. Naja, und daraufhin hat ja Langemann in diesen 9 Tagen eine heftige Aktivität entfaltet, die darauf hinwirkte, dass dieser Einzeltäter gebaut werden konnte durch die Informationen von ihm seit Jahren angefütterten und gebrieften Journalisten, die durch ihre Recherche den Weg ins Hinterland der Tat abschnitten und diese Art vom Einzeltäter Monster mit psychologischen Problemen aufgebaut haben und durchgesetzt haben in der öffentlichen Wahrnehmung. Was Werner Dietrich gerade angesprochen hat vorhin, dass wir in etwa 6 Wochen nach dem Anschlag beobachten konnten, dass man diese Festlegung auf die Einzeltäterthese vorgenommen hat und dann alles passend gemacht hat, was nicht passte, beispielsweise die Aussage des wichtigsten Zeugen für Begleiter von Köhler, Frank Lauterjung, der sehr, sehr konstruktiv mitgeholfen hat mit einer Beschreibung dieser Leute, die mit Köhler da zusammen waren, den man dann einbestellt und ihm mit suggestiven Fragen klarmacht, das können alles nur Zufallsbekanntschaften gewesen sein. Und besonders pikant muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Die Ermittlungsgruppe geht in diesem Moment davon aus, dass ein
suizidaler Einzeltäter, der nicht wegen seiner früheren und langjährigen Verstrickung in die rechtsextreme Szene handelt, sondern weil er sozusagen einen erweiterten Suizid begehen möchte, dass der dann an diesem Abend eine halbe Stunde vorher kommt, um diese beiden Leute anzusprechen, ob er bei ihnen übernachten könne. Sehr witzig. Also er hat alles ganz alleine vorbereitet, die Bombe gebaut, den Sprengstoff beschafft, den Plan gefasst und will also diesen großen Abgang machen und wird dann, wie wir ja jetzt im Laufe der neueren Zeugenmeldungen auch wissen, den ganzen Tag über vom Nachmittag an mit anderen Personen gesichtet und von ihnen begleitet und soll die unmittelbar vor der Tat angesprochen haben, um bei ihnen, ja, als was denn eigentlich, als Torso, als Leichnam dann übernachten zu können. Also vor lauter solcher Merkwürdigkeiten ist diese Ermittlung gewesen, insbesondere auch als man feststellte, dass die am Tatort gefundene abgetrennte Hand, dass die nach der serologischen Analyse gar nicht zu dem einzigen Menschen ohne Hand passte, den man vorfinden konnte am Tatort, nämlich Gundolf Köhler. Das wird mir immer deutlicher. Also an diesem Punkt, ohne Einwirkung der Geheimdienste, hat die Sonderkommission Theresienwiese ganz gezielt darauf hingearbeitet, was möglich gewesen wäre, dass man nicht also die Perspektive ausgeweitet hat und all diese Beobachtungen nach Mittätern und was wäre los gewesen in Deutschland, wenn man ab dem 27. September morgens nach einem schwer verletzten möglichen Mittäter von Köhler gefahndet hätte, von dem man die Hand in der Asservatenkammer hatte, in der Gerichtsmedizin. Wenn wir also hier reden, wer hat diese Ermittlung gezielt sabotiert, so muss ich sagen, die Sonderkommission Theresienwiese steht da ganz stark im Feuer. Die hatten die Option, sie wussten von den Sprengstoffexperten oder hätten wissen können von den Sprengstoffexperten, dass es Gundolf Köhlers Hände nur noch in atomisierter Form gegeben hat. Sie haben eine ganze Menge an Möglichkeiten so zusammengestutzt, dass man im Mai 1981 bei der Bundesanwaltschaft einen Bericht abliefert, an dem der Generalbundesanwalt, bei dem ihm schon die materiellen Möglichkeiten fehlen, diese Ermittlung kritisch zu durchleuchten. Im Bericht der Bundesanwaltschaft wird die Hand des Täters als wichtiges Asservat genannt. Die 501 Asservate, die ausgewählt werden, enthalten alles Mögliche, aber nicht, was an Stelle 1 bis 10 irgendwo stehen müsste, die Hand des Täters. Rebmann kann dem gar nicht mehr nachgehen, ob das plausibel ist. Es fehlen ihm dazu die Möglichkeiten und die Mittel. Und wenn es dann weitergeht, also in der Zeit, in der Rebmann zuständig ist, ab Mai 1981, da ist auffällig, Rebmann unternimmt nichts, was den Blick weiten könnte. Da sind wir jetzt mit der jetzigen Bundesanwaltschaft schon relativ gut dran, wenn man das vergleicht. Also der Fall Lemke. Es wird auf einen in der rechtsextremen Szene verankerten Mann hingewiesen, der Sprengstoff und Waffen in der Szene anbietet. Das war ja schon unmittelbar am Morgen nach dem Attentat bekannt, denn die geständigen Rechtsterroristen der deutschen Aktionsgruppen, die ihre Anschläge 1979 und 1980, den letzten in Hamburg auf ein Asylbewerberheim durchgeführt hatten, waren ja gefasst worden und waren geständig und haben sofort der Sonderkommission in München, du hast es ja jetzt in den Spurenakten auch gesehen, ihre Kenntnis über das Angebot von Lemke,
der SOKO zur Verfügung gestellt. Die SOKO wusste nicht nur, dass Lemke den Rechtsextremisten der deutschen Aktionsgruppen Waffen und Sprengstoff zur Verfügung gestellt hätte und somit auch dafür in Frage gekommen wäre, den Sprengstoff, den man bei Köhler in der Wohnung ja nie gefunden hat, vielleicht für die Münchner Bombe geliefert zu haben. Sie wussten auch, dass Herr Lemke bei diesem Besuch der deutschen Aktionsgruppenterroristen gesagt, eine Kiste vorzeigte und sagte, davon habe ich noch viele im Wald. Und es wird dort nur im Haus gesucht am 28. September. Und dann als diese, ich komme gleich zum Ende, dann kommen wir nicht auf die Geheimdienste, beziehungsweise auf den mangelnden Willen, sich mit dieser Materie überhaupt zu befassen, als ein Jahr später, 1981, dann bei Lemke diese großen Bestände entdeckt werden. Und dann erst kommt ja die Aufdeckung und dann stirbt, wird er tot in der Zelle gefunden. Was macht Generalbundesanwalt Rebmann? Es liegt natürlich nahe zu überlegen, wo kommen diese ganzen Bestände her? Und im Verfahren Oktoberfestattentat ist der Hinweis auf Lemke angefallen. Aber in diesem Verfahren untersucht der Rebmann überhaupt nicht den Fall Lemke und die Bezüge, die möglichen Bezüge zu Köhler, sondern er macht ein gesondertes Verfahren auf. Und in dem werden auch die anderen rechtsextremen Kontaktleute von Lemke untersucht. Aber es wird keine Spur versucht zu finden zum Münchner Attentat. Warum hat Rebmann an diesem Punkt, an dem durch den Umfang der Waffenlage, die Herkunft der Waffen aus Militärbeständen, dieser Verdacht von Stay Behind nahe liegt, warum wird das überhaupt nicht im Oktoberfestverfahren thematisiert? Also es wird abgetrennt durch dieses eigene Verfahren. Und da geht's los und da ist es ja schon mal ganz gut, dass wenigstens jetzt diese Akten angefordert werden. Denn das hat Rebmann überhaupt nicht im Traume daran gedacht, das jemals zu tun. Ja, und an der Stelle würde ich das, was Sie eben gesagt haben, nämlich den Verweis darauf, dass es ja zuerst die Polizei ist, also die SOKO Theresienwiese, die Ermittlungen in die Einzeltäterrichtung ganz massiv fokussiert, würde ich gerne an Dirk Labs weitergeben mit der Frage im NSU-Komplex und der Heimatschutz, das Heimatschutzbuch rollt es ja ganz gut auf, sind es ja sowohl Polizei als auch Verfassungsschutz, die jeweils von beiden Enden, was die Mordserie anbetrifft, aber auch die Suche nach dem Trio, zumindest nach der Lektüre des Buches, würde ich sagen, zusammen, wenn auch nicht geplant, zusammen blockiert haben. Ist das ein Befund, den Sie teilen würden? Oder? Ja, ich würde vielleicht eine Bemerkung vorweg schicken, weil ja das Motto gut gewählt ist mit der Kontinuität. Ich würde mal versuchen, ein bisschen so die beiden Komplexe miteinander zu verbinden. Da sind so die drei Schlagwörter, sind so Stringenz, Logik und Kontinuität. Also wir haben im Buch auch einen sehr langen vorgeschalteten, dankenswerterweise hat der Verlag das mitgemacht, ehe wir überhaupt zum NSU kommen, lang vorgeschalteten Teil, wo wir die Geschichte des Rechtsterrorismus in Deutschland auch schreiben. Das haben wir deswegen gemacht, um zu zeigen, dass es eine große Kontinuität und Logik in der Bekämpfung des Rechtsterrorismus in Deutschland gibt. Also bei den frühesten Quellen, die wir so gefunden haben, CIA-Akten über das Bundesamt für Verfassungsschutz, wird gesagt, naja, es ist ein ziemlicher Sauhaufen, aber eine Sache schaffen die linke und die rechte Szene zu unterwandern. Das kriegen sie hin. Und das zieht sich durch bis heute. Also man hat, es gab immer militante Rechtsradikale bis hin zu Rechtsterroristen in Deutschland ohne Unterbrechung. Und man hat eigentlich immer von Geheimdienstseite darauf gesetzt, diese Bedrohung mit V-Männern und geheimdienstlichen Mitteln zu bekämpfen. Das kann man so sagen. Das ist mehr oder weniger häufig schiefgegangen. Das heißt, man hat dann immer das Problem, wenn ein V-Mann zu nah dran ist, dass man unter Umständen mittelbar beteiligt ist. Ob jetzt wissentlich oder unwissentlich, muss man sich im Einzelfall angucken. Also das zieht sich so durch die Jahrzehnte durch. Insofern gibt es dann eine große Kontinuität. Das muss man so vorwegschicken. Und als dann in den 90er Jahren, ich mache das ganz kurz,
wie wir jetzt ja heute so das als Déjà-vu erleben, im Asylbewerberheim, Flüchtlingsheime angegriffen werden und eine große Militanz entsteht und so eine Stimmung hochkocht, hat man das durchaus wahrgenommen in den zuständigen Verfassungsschutzämtern, insbesondere dem Bundesamt, und hat das gemacht, was ein Geheimdienst macht, hat eine Offensive gestartet und hat V-Männer rekrutiert. Hat also gesagt, okay, wir wollen wissen, was in der Szene vor sich geht, und hat die rekrutiert und hat die Szene von innen mit strukturiert. Es ist wichtig zu betonen, weil das häufig behauptet wird, dass es den Rechtsterrorismus ohne den Verfassungsschutz nicht gegeben hätte. Das glaube ich nicht. Es hätte ihn in anderer Form gegeben. Es hätte ihn nur in der Struktur, wie wir ihn kennen, wahrscheinlich so nicht gegeben. Kann man im Detail besprechen, kann man auch kontrovers diskutieren. Aber das ist erstmal, das muss man vorweg schicken. Und in der Bekämpfung des Rechtsterrorismus steht eine große Logik. Die Logik war nicht, dass sie auf dem rechten Auge blind war. Die Logik war auch nicht, dass die irgendwie gedacht haben, die sind nicht gefährlich, sondern die Logik war, so sieht es aus und so sieht man es aus in einigen Quellen, dass man, glaube ich, Sorge hatte, strategisch wusste, Zerschlagung ist unmöglich, weil zu groß, also Kontrolle von innen. Und sagen, wenn die jetzt ein paar rechtsradikale CDs verkaufen oder Waffen horten, ist alles nicht so schlimm, wir wollen nur mitkriegen, in dem Moment, wenn sich diese Zellen absondern, wollen wir das wissen. Am besten durch einen V-Mann, der unmittelbar dabei ist, oder durch einen V-Mann, der das anstiftet. Berühmtes Beispiel, Gruppe Wiesner in München. Wenn man sich das mal anguckt, wie das gelaufen ist, das war ja, da sind die ja auch so ein bisschen hingebracht worden in die Richtung. Insofern ist da eine große Kontinuität, die sich bis zum NSU-Komplex durchzieht. Also man hat die Gefahr erkannt, man hat mit V-Männern gearbeitet, man war sehr, sehr nah dran. Man war sehr gut informiert, man hat, die Analyse stimmte eigentlich auch immer, nur man hat dann auf mysteriöse Weise, als es ernst wurde, also als die NSU loslegte, dann fatal daneben gelegen, und nach fast 4 Jahren kann ich sagen, hat man immer noch nicht, nach inzwischen fast weit über einen halben Dutzend Untersuchungsausschüsse, ist man da keiner befriedigenden Antwort näher gekommen, warum man denn eigentlich all das, was man wusste, nicht in der Aktion umgesetzt hat, oder überspitzer formuliert, hat man das nicht vielleicht doch in der Aktion umgesetzt. Das ist sozusagen, jetzt sind so die großen Linien, die man, glaube ich, wissen muss, weil in der Berichterstattung über den NSU-Komplex immer sehr viel davon die Rede war, auf dem rechten Auge blind und so, und die haben das gar nicht erkannt, haben immer nur andere gejagt. Das kann man bei bestimmten Ämtern nicht erkennen. Was es gab, jetzt komme ich zu deiner Frage zurück, und da muss man trennen. Es gab natürlich Rassismus bei der Polizei, bei den ermittelnden Behörden. Es gab rassistische Polizisten. Es gab Polizisten, die über das Ziel hinaus geschossen sind. Aber für mich beim NSU-Komplex entscheidend war, dass die Informationen, die an bestimmten Stellen bei den Verfassungsschutzbehörden, den Geheimdiensten saßen, nicht geteilt worden sind und nicht adäquat geteilt worden sind. Also das jetzt alles, beste Beispiel ist die Mordkommission in Kassel. Ich weiß, das ist eine kontroverse These, aber ich sage, das ist ein gutes Beispiel. Es wird denen ja immer den Ermittlern vorgeworfen, im NSU-Komplex allesamt Rassisten gewesen zu sein. Die haben zwei Sachen gemacht. Die haben sich sofort mit einem deutschen Verfassungsschützer angelegt und sind dann, wie man ja vielleicht nochmal später oder auch nicht diskutieren kann, auf ziemlich Granit gebissen. Und sie haben fast unmittelbar nach der Tat sich sehr interessiert für einen bekannten Rechtsradikalen, der falsch geparkt hat neben dem Tatort. Haben sich aber, und das finde ich ganz interessant, in mehreren Ausschüssen prügeln lassen dafür, dass sie nie nach rechts geguckt haben. Aber keiner hat gesagt, doch, haben wir. Und zwar hier in der Spur. Und wir haben auch sofort das bearbeitet. Das ist so ein Indiz dafür, dass man auch bei den Kripo-Behörden vielleicht einen besseren Instinkt hatte, als wir jetzt so wissen, aber man heute nicht mehr so gut darüber reden kann. Aber das müsste man sich im Einzelnen in den Untersuchungsausschüssen angucken. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der Prozess ist natürlich da auch die falsche, der falsche Ort und auch eine überforderte Instanz, um das zu leisten. Das müssen die Untersuchungsausschüsse halt machen, weil natürlich der Richter teilweise auch recht hat, wenn er sagt, das ist hier nicht Beweisgegenstand, die sozusagen das angebliche oder vielleicht auch tatsächliche Versagen von staatlichen Behörden zu thematisieren. Und es geht ja um die Schuld und Unschuld. Es mag alles zusammenhängen, aber kannst du ja gleich darauf antworten, ja. Ehe du gleich vom Stuhl kippst. Ja, ich merke das schon. Aber kann ja auch ein bisschen kontrovers zugehen, sonst wird es ja langweilig. Dass man, können wir dann ja im Einzelnen sehen. Also das ist ja auch, ist ja nichts in Stein gemeißelt. Eine Nachfrage. Nach 4 Jahren... Ich kriege am wenigsten Beifall, jetzt nur, weil ich jetzt nicht konnte. Nach 4 Jahren Aufklärungsbemühungen im NSU-Komplex, was sind für Sie die zentralen Beispiele von Blockade der Aufklärung durch die Geheimdienste, sei es BfV, sei es Landesämter für Verfassungsschutz? Naja, man muss sich einfach klar machen, dass die wichtigsten Unterstützer des NSU aus Chemnitz die usual suspects waren. Ja? Das waren die zwei der bekanntesten Neonazis Deutschland, und über die haben die mal geschätzt 20 Meter Akten im Keller des BfV, sei jetzt mal überspitzt. Und trotzdem wird so getan, als hätte man diese Namen noch nie gehört.
Man muss sich auf der Zunge zergehen lassen, dass einer der Hauptunterstützer des NSU auf Anregung der Bundesanwaltschaft, die ja hier auch schon thematisiert worden ist, als V-Mann geworben worden ist. Stichwort, man müsste auch mal einen Untersuchungsausschuss über diese Behörde machen. Das kommt im NSU-Prozess auch ein bisschen kurz. Das ist natürlich eine sehr peinliche Situation, dass ein Zeuge, auch Beschuldigter, der aussagt, er hat dem späteren mutmaßlichen Terroristen Uwe Mundlos Sprengstoff besorgt, wird dann später V-Mann unter ganz merkwürdigen, nicht geklärten Umständen, dass der V-Mann wird, weil die Bundesanwaltschaft das mit wollte. Und wir wissen nicht, warum. Das sind dann so, also dieses ganze wahnsinnige Wissen, was da vorliegt, ist ja nicht mehr ansatzweise in das Strafverfahren eingeführt. Nicht mehr ansatzweise. Weil man eben, deswegen jetzt eben Dietrich zugehört habe, das ist ein einziges langes Déjà-vu, was man da hat. Natürlich. Also das ist ja sehr, sehr ähnliche Abläufe. Ja, und das ist auch genau die Überleitung zu den Versuchen, beide Komplexe parlamentarisch aufzuklären. Florian Ritter, Sie beschäftigen sich ja lange schon auch mit dem Oktoberfest-Attentat. Woran scheitert bislang die parlamentarische Aufklärung im Oktoberfest-Attentatskomplex? Also zum einen Mal muss man erstmal vorwegschicken, ich bin ja schon die dritte, wenn nicht die vierte Parlamentariergeneration, die sich um dieses Thema kümmert. Da waren ja schon vor mir einige dran. Das ist natürlich, liegt natürlich in der Natur der Sache, dass da auch immer wieder Wissen neu aufgebaut werden muss, damit man da auch entsprechend agieren kann. Das ist natürlich erstmal sozusagen systematisches Problem. Und es hat auch nie eine parlamentarische Aufarbeitung des Oktoberfestattentats gegeben. Also es gab keinen Untersuchungsausschuss damals, aus dem man jetzt schöpfen könnte. Und auch die Erkenntnisse, die jetzt Herr Chaussy und Herr Dietrich zusammengetragen haben, beziehen sich ja in erster Linie auf Widersprüche der offiziellen Version und der tatsächlichen Gegebenheiten im Zusammenhang mit dem Attentat. Im Gegensatz zu dem, zu den Erfahrungen, die wir jetzt beim NSU-Attentat, bei den NSU-Morden gemacht haben, hat bei dem Informationen über Fehlverhalten der Behörden da offensichtlich die Behörden verhältnismäßig dicht gehalten. Das ist natürlich ein Problem, weil ein Untersuchungsausschuss erstmal mögliches Fehlverhalten der Behörden bzw. der Regierung auch zu bewerten hat, und da braucht es natürlich einen Hebel. Ja. Und durch diese fehlenden Untersuchungsausschüsse und durch die fehlenden Polizeiakten, in denen man Einsicht nehmen könnte, tut man sich verhältnismäßig schwer. Wir versuchen das damit zu beheben, indem wir zu allen möglichen Themen auch immer Anfragen stellen, haben aber ohne Untersuchungsausschuss natürlich auch nicht die Möglichkeiten, dann auch am Ende zu überprüfen, was uns da eigentlich erzählt wird. Also ich kann das an einem Beispiel nennen, weil das hat der Herr Dietrich vorher eingebracht, nämlich die Geschichte, wie er zur Akteneinsicht gekommen ist. Dass also, als der Film vorgeführt worden ist im Bayerischen Landtag, der Innenminister darauf angesprochen worden ist, da gäbe es doch noch Akten. Wir haben 2 Jahre vorher eine gemeinsame Initiative der SPD und der Grünen gestartet, weil klar war, jetzt ist das Oktoberfest-Attentat 30 Jahre rum und wir müssen jetzt echt aufpassen, dass die ganzen Ermittlungsakten und alles, was bei den bayerischen Behörden da ist, nicht verschütt geht, damit es einfach gesichert ist. Also Aufbewahrungsfrist ist 30 Jahre, dann wird halt ein Teil weggeschmissen und ein Teil geht dann ins Bayerische Staatsarchiv. Und wir wollten erreichen die Zusammenführung aller Aktenbestände, eine Auswertung in allen öffentlichen Stellen, also in den Sicherheitsbehörden, wo liegt was, und eine Zusammenführung und eine dauerhafte Sicherung. Antwort, die wir vom Innenminister bekommen haben, war, ja, beim LKA liegt noch was. Das wird dann halt ans Hauptstaatsarchiv abgegeben, ansonsten haben wir überhaupt keine Unterlagen. Und man sah sich auch nicht bemüßigt, danach zu suchen. Jetzt kann man sich
hat man ein breites Spektrum an Interpretationsmöglichkeiten. Die bessere ist noch, es hat ihn nicht interessiert. Die schlechteste ist, der hat versucht, uns für blöd zu verkaufen. Das sind sozusagen das Spektrum, in dem er sich da bewegt. Interessant ist in dem Zusammenhang, ich war leider nicht bei der Filmvorführung, weil parallel Untersuchungsausschuss NSU gelaufen ist an dem Tag im Bayerischen Landtag, zu dem eigentlich der Innenminister geladen war. Der konnte dann nicht, weil er am Podium der Diskussion teilnehmen musste. Mir ist berichtet worden, der Innenminister habe mit den Worten reagiert auf den Satz, es gäbe da noch Akten, das wäre ihm ja völlig neu. Nein, es ist noch nicht ganz genau gelaufen, ein bisschen anders. Da kann man das kurz sagen, weil das ist können Sie machen. Interessant. Das war nach dem Film im Landtag, wo wir zu dritt zusammengestanden sind und wir, den Innenminister gefragt haben, Herrn Herrmann, was ist eigentlich mit den Spurenakten hier in Bayern? Es war bekannt, dass es ungefähr 900 Spuren, genau 887 Spuren gibt und dass es auch noch weitere Akten in den bayerischen Ämtern, Behörden und Ministerien gibt. Daraufhin haben wir ihn angesprochen und er stutzte so ein bisschen und dann habe ich gesagt, ich weiß das deswegen, weil es geht aus den Stasi-Unterlagen hervor, was stimmt. Die Stasi hat die bayerische Ermittlungsarbeit ziemlich engmaschig überwacht und ganz detaillierte, präzise, hochprofessionelle Berichte darüber geschrieben. Der erste war am Montagmorgen, das Attentat war Freitag, 22:19 Uhr. Montagmorgen war der erste vierseitige Bericht auf dem Schreibtisch von Generalleutnant Näber, dem Stellvertreter von Mielke, der Bericht war sehr, sehr gut. Wie man überhaupt sagen muss, diese ganzen Stasi-Unterlagen und Papiere, und wo wir wissen, dass es die in Berlin gibt oder gab, war ein gutes Vehikel, sozusagen, um Herrn Herrmann und anderen Angst zu machen, weil die wussten nicht, was da noch lagert. Die konnten nicht mehr sagen, wie Sie es richtig sagen, vorher immer, wir haben nichts, sondern ich habe ihm gesagt, ich weiß, dass da noch was sein muss, prüfen wir nach. Und dann dauerte es ein Jahr, haben sie gefunden, ohne Ende, insgesamt 95 Leitsordner, die jetzt weitergegeben worden sind, und haben das abgegeben ans Hauptstaatsarchiv, was in der Geschichte der Archive in Deutschland noch nie vorgekommen ist, ohne Abgabeverzeichnis, ohne nichts, einfach an die weitergegeben. Und die waren natürlich stinksauer, weil sie das alles bearbeiten mussten und dann auf diesen Zeitbomben aus ihrer Sicht gesessen haben. Die haben das inzwischen bearbeitet und an die Bundesanwaltschaft geschickt. Aber das war sozusagen ein Streit zwischen den beiden Behörden und so ist das gelöst worden. Ja. Herr Rittan, an der Stelle tatsächlich auch die Nachfrage, was hindert Sie daran, zu sagen, wir wollen einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss, der sich mit der Frage beschäftigt, wie Polizei und eben auch die politisch Verantwortlichen mit den Ermittlungen im Oktoberfest-Attentatskontext umgegangen sind? Also, weil es ist ja nicht zu spät. Es ist sicher nicht zu spät. Das Problem ist, je weiter das zeitlich weg ist, desto mehr Basis müssen natürlich dann am Ende auch die Grundlagen oder desto besser müssen die Grundlagen sein, auf der man den Untersuchungsausschuss aufbaut. Wir beobachten natürlich im Augenblick sehr genau, was da bei der Bundesstaatsanwaltschaft, bei der Bundesanwaltschaft läuft und was da an zusätzlichen Informationen da im Augenblick rauskommt. Also auch da beziehe ich mich jetzt einfach nochmal auf den Herrn Dietrich, diese Geschichte mit dem Besprechungsprotokoll beispielsweise ist eine Geschichte, die ist verhältnismäßig neu. Das ist eine gute Basis, an der man sowas hochfädeln kann. Ein Vorgang alleine reicht am Ende nicht, weil dann geht der Untersuchungsausschuss 4 Wochen lang oder 6 Wochen lang und das kann es ja nicht sein. Also von daher schauen wir uns das ganz genau an, packen auch die ganzen Informationen zusammen und werden dann auch entscheiden, ob wir dann mit dem Untersuchungsausschuss reingehen. Darf ich da kurz was zu sagen? Nein. Erst die...
parlamentarische Aufklärung im NSU-Komplex und wie geht's weiter damit? Sebastian Schammer hat es ja gerade schon gesagt, die Angehörigen wünschen sich das, der NSU-Opfer, dass es auch im Bundestag einen NSU-Untersuchungsausschuss in der zweiten Auflage gibt. Wie sind die Chancen, Perspektiven? Ja, also wir wünschen uns das auch, aber ich denke, wenn wir zu einem erneuten Untersuchungsausschuss in Berlin kommen, dann müssen wir die Arbeit der bestehenden und der letzten Untersuchungsausschüsse sehr genau uns ansehen, wo auch die Grenzen unserer Möglichkeiten lagen und in diesen Untersuchungsausschuss dann unter, würde ich sagen, drei Prämissen gehen. Das erste betrifft die Akten. Das Problem ist ja schon vielfältig hier angesprochen worden. Wir haben ja nicht nur den Umstand, dass Akten vernichtet wurden, diese berühmte Aktion Konfetti im Bundesamt für Verfassungsschutz im November 2011 und jetzt seit letztem Herbst, muss man sagen, das Eingeständnis des BfV, dass Teile der Akte, der Akten rekonstruiert werden können. Es gibt eine grundsätzliche Problematik bei der Arbeit in Untersuchungsausschüssen mit Dokumenten. Das ist derjenige, dass die, die mit den Akten in den Behörden gearbeitet haben, sei es jetzt Polizei, Justiz oder Geheimdienste, diejenigen sind, die die Akten uns bereitstellen. Und ich denke, dieses Prinzip muss man versuchen zu durchbrechen. Das heißt, dieser Untersuchungsausschuss, wenn er den käme, braucht eine unabhängige Instanz, der überlegt, wo es Akten geben könnte, wie die aussehen könnten. Das ist die Rolle der Archive, eine ganz wichtige. Auch in Thüringen haben wir die Erfahrung gemacht, dass es Abgaben ans Staatsarchiv gegeben ist, die erst wenige Wochen vor Ende des Untersuchungsausschusses bekannt geworden sind. Und diese Aktenvorlage muss unabhängiger organisiert werden. Das Zweite, ich glaube, wir müssen auch so selbstbewusst sein als Parlamentarier und Parlamentarierinnen zu sagen, wir wollen in die Behörden gehen. Wir wollen uns die Organisation in den Behörden zeigen lassen, wie die Aktenpläne aussehen und auch uns selbst ein Bild machen über das, was vorhanden ist und auch wegkommen von dem Gedanken, dass es nur um Papier geht. Wir haben immer nach Papier gefragt, wir haben zu wenig nach Dateien, nach Mikrofilmen und Ähnliches gefragt, unseren Blick auch erweitern, was alles Akten sein kann. Das zweite Problem ist, dass der Reichweite in doppelter Hinsicht, einmal in geografischer wie in zeitlicher Richtung, so ein Untersuchungsauftrag ist immer sehr konkret formuliert und hat Beschränkungen. Bei uns die Beschränkung, dass wir eben auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland sozusagen zurückgeworfen sind. Und ich glaube, das trägt dessen, was wir als NSU-Netzwerk beschreiben, nicht Rechnung. Weil wir das, was wir nun sehr deutlich beim Oktoberfestattentat und den Hintergründen der Wehrsportgruppe sagen können, ja, Aufenthalte im Libanon und ähnliches, Kontakte zu anderen europäischen Terrorgruppierungen, das gilt für den NSU in gleichem Maße. Nicht nur was die Beschaffung der Tatmittel angeht, also der Waffen, sondern eben auch die Aufenthalte der Kerngruppierung, aber auch des Unterstützernetzwerkes vor und nach dem Abtauchen im Ausland und die Adaption von Terrorkonzepten der extremen Rechten auf europäischer Ebene. Und dann haben wir den zeitlichen Rahmen. So ein Untersuchungsauftrag ist immer zeitlich begrenzt. Er war jetzt begrenzt in den Untersuchungsausschüssen meistens auf die beginnenden 90er Jahre bis 2011. Ich glaube, wenn wir wirklich etwas verstehen wollen über Analyseversagen beim Thema Rechtsterror oder, wie es die Klaas gesagt hat, möglicherweise ist es gar kein Analyseverfahren, sondern ein Strategieversagen, dann müssen wir tatsächlich auch als NSU-Untersuchungsausschuss uns zum Beispiel mit dem Oktoberfestattentat beschäftigen dürfen. Und zwar in der Hinsicht, ich würde die These wagen, dass es durchaus personelle Kontinuitäten geben könnte. Wenn wir uns einmal das Bundesamt für Verfassungsschutz ansehen, da waren teilweise dieselben Personen mit dem Thema Rechtsterror befasst, die beim Oktoberfestattentat betraut waren, als auch später beim NSU. Wir haben dazu eine kleine Anfrage gestellt. Die Antwort legt das sehr deutlich nahe. Als auch, und das sage ich auch bei den Polizeien, müssen wir uns das anschauen. Wir haben ja eine starke sozusagen Aufbau zum Beispiel der Thüringer und sächsischen Polizeien aus den anliegenden Bundesländern und insbesondere aus Bayern. Und es ist durchaus möglich, dass auch Polizeibeamte, die im LKA Bayern, Soko Theresienwiese, involviert waren, später zum Beispiel in der Polizei Thüringen gewirkt haben. Also das ist nur ein Beispiel für die Überschreitung dieses zeitlichen Rahmens. Aber das müssen wir an vielen Stellen uns, glaube ich, lösen von dem Gedanken, dass wir mit irgendeinem Stichtag beginnen. Und
Wir haben jetzt die Situation, was jetzt die konkreten Aussichten angeht. Wir haben in den letzten Monaten vielfältig mit parlamentarischen Anfragen zu den verschiedensten Aspekten aus dem NSU-Komplex gefragt. Auch da, denke ich, an bestimmten Punkten auch Druck aufgemacht, auch noch neue Anhaltspunkte sind im Raum von Dingen, die der Untersuchungsausschuss vorenthalten bekommen hat oder einfach nicht bearbeitet hat. Es ist jetzt aber tatsächlich auch die Frage, wie sich aus dem Zusammenspiel der journalistischen Recherche, aus der Arbeit der Landesuntersuchungsausschüssen, aus den Grenzen, die ich jetzt formuliert habe, tatsächlich ein Gesamtdruck entwickelt. Da spielt die Nebenklage in München natürlich auch eine entscheidende Rolle, dass wir hoffentlich noch vor dem Sommer einen gemeinsamen Einsetzungsbeschluss aller Fraktionen hinbekommen. Also unser Wille ist da. Aus den anderen Fraktionen gibt es die entsprechenden Signale. Aber es fehlt jetzt sozusagen der letzte Kick in die Geschichte. Und solche Veranstaltungen wie heute sind ein kleiner Baustein dazu. Jetzt hatten wir vorab noch eine zweite Runde hier oben verabredet, nämlich mit der Frage, wo sehen Sie Parallelen und Unterschiede zwischen dem Oktoberfest-Attentatskomplex und dem NSU-Komplex? Und ich würde Sie, Herr Dietrich, bitten, diese Frage mit aufzunehmen, plus, weil Sie es vorhin ja am Anfang gesagt hatten, nochmal die wichtigsten Punkte, wo Sie sagen, ja, der GBA hat was in der Hand, von dem Sie sich auch erhoffen, dass es weiterführt als in dem ersten Wiederaufnahmeverfahren? Naja, ich denke, es gibt inzwischen genug Material, was dazu geführt hat, nicht nur, dass die Ermittlungen wieder aufgenommen worden sind, sondern auch, dass man sagen kann, es gibt die Hinweise darauf, dass es mindestens zwei oder drei weitere Mittäter gegeben hat, die auch am Tatort gewesen sind und die sich mit Gundolf Köhler zerstritten haben. Und es gibt auch einen Hinweis auf, sagen wir mal, ein rechtsterroristisches oder rechtsradikales Umfeld, das hervorgegangen ist aus dem vertriebenen Milieu, nämlich diese eine Zeugin, die sich bei uns gemeldet hat und die gesagt hat, sie unterrichtete für Vertriebene in München hier in der Osterwaldstraße. Und zwar war sie am nächsten Samstag, das Attentat war Freitagabend, am Samstagvormittag dort und hat unterrichtet. Und derjenige, den sie unterrichtet hat, der machte einen Tee, ging kurz raus. Sie wollte ihren Mantel aufhängen und findet in dem Spind so einen Stapel mit Flugblättern, in dem der Name Köhler, der zu dem Zeitpunkt noch gar nicht bekannt war, genannt wurde und auch genannt wurde, dass Köhler sozusagen für die gute und die richtige und gerechte Sache umgekommen ist. Das konnte man alles damals überhaupt noch nicht wissen. Der Name Köhler war in den Medien erst im Laufe des Samstagabend. Die war natürlich geschockt. Dann hat sie diesen Unterricht mit diesem Aussiedler, der aus Annaberg, aus Oberschlesien stammte, weitergemacht, zitterte sozusagen. Und neben den Flugblättern lagen auch noch zwei Pistolen. Dann wollte sie nach Beendigung des Unterrichts den nächsten Termin ausmachen. Und der sagte eben, brauchen wir nicht. Ich verlasse Deutschland, ich gehe nach Argentinien, und zwar gleich oder sofort, was eigentlich gar nicht gehen kann, weil der kam als Aussiedler hierher, hatte noch keine Papiere, keine Ausweise und hatte sowieso auch kein Geld, nach Argentinien zu gehen. Also wir brauchen nichts Neues zu verabreden, hat er gesagt, ich gehe nach Argentinien. Gut, dann geht sie weg, guckt einen Tag später in die Unterkunft und da ist der Spind und sind die Sachen geräumt und der ist auch, die geht noch ein paar Mal dahin, ist auch nicht mehr da oder nicht mehr dort. Dann Zeitschnitt jetzt, 15 Jahre später trifft sie diese Person, die offensichtlich wieder in Argentinien, auch tatsächlich in Argentinien war, in München auf der Straße. Man unterhält sich, der sagt, ja, ich bin wieder da, ich arbeite jetzt in der Buchhandlung so und so,
da gibt es noch die guten alten Texte, sagt er so schmunzelnd, er meint Mein Kampf und diese ganzen Geschichten. Sie ist geschockt, sie trifft ihn dann nochmal, macht aber nichts, unternimmt aber nichts. Als sie diese Sachen im Spind gesehen hat, diese Flugblätter und diese beiden Waffen, geht sie einige Tage später zur Polizei in die Edtstraße und sagt, ich habe das und das gesehen. Der Polizist fragt auf Bayerisch, wieso, was ist los? Hat er dich bedroht? Wollte er dich erschießen oder was? Nein, hat sie gesagt. Ja, sonst noch irgendwas? Er nimmt nur die Personalien auf und dann geht sie wieder weg und es passiert nichts weiter, außer dass sie selber 2 Jahre lang ziemlich engmaschig bewacht und überwacht wird. Die wohnte an der Donnersberger Brücke, stand immer ein Wagen unten und hat sozusagen geguckt, was sie macht und hat sie dann darauf hingewiesen, ja, gestern waren sie aber zu spät in der Vorlesung in Pasing und gestern Abend war das und das und so weiter. Also die wollten ihr Angst machen und haben ihr signalisiert, dass sie engmaschig überwachen. Sie offenbart sich ihrem Professor und der sagt, lass dir das nicht gefallen, wenn du das Auto da wieder, das dich überwacht, siehst, geh da hin und sprich die Leute an, was sie dann auch gemacht hat. Trotzdem dauert das noch eine ganze Zeit, also bis zu 2 Jahren. In dieser Zeit wird sie sozusagen von diesen Kräften oder von diesen Leuten überwacht. Nach der Berichterstattung in der Süddeutschen Zeitung, die ziemlich ausführlich war, im Jahr 2014, meldet sie sich bei mir, sie lebt in München hier noch, und erzählt mir, was alles damals gewesen ist, also was sie gesehen hat und was sonst noch war, und schreibt mir das auch auf. Und ich schicke das auch an die Generalbundesanwaltschaft zusammen mit dem Wiederaufnahmeantrag, also insgesamt ungefähr 50 Seiten. Und die Bundesanwaltschaft wird auch tatsächlich tätig, findet diesen Vertriebenen, der ja wieder hier ist, diese Person, hat den auch vernommen. Nicht als Beschuldigten, was klug sein kann, sondern als Zeugen. Als Beschuldigten hätte sie ihn möglicherweise festnehmen müssen oder wäre das schwieriger gewesen oder hätte auch nichts gesagt. Sie hat den vernommen als Zeugen. Sie hat auch diese Zeugin vorher vernommen. Die war mit einem anderen Anwalt da, 3,5 Stunden, hat alles das, was ich Ihnen jetzt gerafft sage, mit vielen anderen Details auch noch bestätigt. Woraufhin dann, das war einer der Bausteine, warum die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen wieder aufgenommen hat. Die Ermittlungsaufnahme war im Dezember, diese Vernehmung von ihr und das Weitere war bereits im Oktober letzten Jahres. Also im Kern hat sich das genau bestätigt, was sie gesagt hat. Und das wird dazu führen, ich nehme an, dass diese Person engmaschig überwacht wird. Also alles andere wäre ein grober Kunstfehler. Klug kann es sein, dass man den nicht als Beschuldigten in Haft genommen hat, sondern guckt, was mit dem weiter passiert. Und wollen wir mal gucken, was daraus wird. Also der ist bereits vernommen worden, hat das natürlich bestritten. Ein Satz zu der Frage Parallelen, Unterschiede, NSU-Komplex. Aus Ihrer Perspektive, der wichtigste Unterschied? Ja, ist schwer zu sagen. Im Oktoberfest-Attentat tun wir uns natürlich wesentlich schwerer, weil das über 30 Jahre jetzt schon zurückliegt und sozusagen nach Aktenlage bisher nur eine Person als Täter, nämlich Gundolf Köhler, und der ist tot, dingfest gemacht worden ist. Ich denke, eigentlich, ich bin nicht so drin in dem NSU-Bereich, aber eigentlich müsste die Beweislage im NSU-Bereich günstiger oder leichter sein, einfach weil es um 10 Personen gegangen ist. Da sozusagen die Geschichte hinter der Geschichte herauszufinden, müsste eigentlich möglich sein, denke ich mir jedenfalls. Also ich weiß nicht, Sie haben da vielleicht eine andere Ansicht oder eine andere Meinung. So direkt Parallelen, ich will da nichts überstrapazieren, ne? Würde ich jetzt erstmal
mal weglassen. Auf jeden Fall sieht man natürlich auch im NSU-Prozess sozusagen der Versuch der Beschränkung des Prozessstoffes, das ist ganz klar. Und das ist natürlich sozusagen im Oktoberfestbereich der Klassiker schlechthin, ne? Wo man alles reduziert hat nach kürzester Zeit, am Anfang 14 Tage, 3 Wochen, angeblich ergebnisoffen, dann kommt diese Besprechung und dann ist es nur noch Gundolf Köhler und der ist dann auch noch tot. Ne? Und dann der Zeuge, der dagegen spricht, Uli hat es schon erwähnt, Lauterjung wird so lange vernommen, bis die Aussage passt. Bis er in der 6. Aussage dann sagt, ja, vielleicht war das auch ein Zufallsgespräch, was ich von Köhler mit anderen Leuten gesehen habe. Dann kann die Akte zugemacht werden und dann ist diese Akte, diese Aussage, die eigentlich glasklar am Anfang gewesen ist, bezogen auf Mittäter, sozusagen relativiert und weg. Herr Schammer, also der klare Unterschied, der da ist, ist, wir verdanken dem Schock nach dem NSU endgültig die Einsicht, dass Rechtsextreme nicht nur nicht beißen, dass sie auch töten. Also das ist etwas, was sich rumgesprochen hat. Wir haben natürlich das Riesenproblem gehabt. Leider ist Florian Ritter die erste Generation bayerischer Parlamentarier, die das überhaupt zum Thema gemacht hat. Das muss man schon mal dazu sagen. Es hat nicht den mindesten Ansatz gegeben. Und es hat nicht den mindesten Ansatz gegeben der Bürgerschaft in München. Als im November 1982 die Akten geschlossen worden sind, überhaupt mit diesem dürftigen Ergebnis, mit dem sofort von Rechtsanwalt Dietrich durch die erste Akteneinsicht aufgekommenen Widersprüchlichkeiten seitens der Öffentlichkeit zu sagen, was ist hier eigentlich los, was wird hier gespielt? Also diese mangelnde Sensibilität, die Dinge einfach so hinzunehmen und keinen öffentlichen und keinen parlamentarischen Druck zu entfalten, das ist natürlich der große Nachteil, den wir beim Oktoberfestattentat haben erleiden müssen und was wahrscheinlich teilweise irreparable Schäden hervorgerufen hat, einfach weil in dieser Zeit ablaufen. Und weil wir uns ja auch mit unseren Aufklärungsbemühungen jetzt entsprechend schwer tun. Also das, ich will eben an dem Punkt dieses reine Lamento über die Justiz, über die Polizei, über die Geheimdienste durchbrechen und sagen, hoppla, das hat mit uns zu tun. Also wenn wir das den Leuten so durchgehen lassen, dann brauchen wir uns darüber nicht zu wundern. Das kommt mir ein bisschen zu kurz in der öffentlichen Debatte. Und das muss, finde ich, auch in so eine Veranstaltung rein, denn auch diese, was ja seit dem NSU-Untersuchungsausschuss im Bundestag zu beobachten ist, dass überhaupt die Parlamentarier, also die politische Klasse, sich ermächtigt in solchen Fragen, was ist Terror, was ist rechtsextremes Verbrechen, was steckt da dahinter, inwiefern sind unsere Strukturen in Justiz, Polizei und den Geheimdiensten in der Lage, damit einen unseren gesellschaftlichen Anspruch entsprechenden Umgang zu pflegen. Also ihr müsst euch diese als Parlamentarier diese Ermächtigung erst wieder zurückholen. Das ist überhaupt nicht da. Und das ist unglaublich wichtig. Und wir dürfen nicht aufhören. Wir müssen halt natürlich, wir können ja jetzt sagen, am 11.12. 2014 hat jetzt der Herr Generalbundesanwalt gesagt, also ich gucke alles Alte an und die neuen Zeugen gucken, wollen wir uns auch zur Brust nehmen. Es ist auch im Fall übrigens derjenigen, die sich bei mir gemeldet haben, insbesondere diese Krankenschwester da in Hannover, dieser Komplex, der wird jetzt also auch untersucht vom Generalbundesanwalt. Aber wir würden einen großen Fehler machen, wenn wir mit unserer Arbeit aufhören würden. Das ist einfach wahnsinnig notwendig, das weiter zu begleiten und der Öffentlichkeit die Ohren zu spitzen und zu gucken, ob man da sich zu Wort melden muss. Herr Schammer und Herr Labs, auch an Sie beide die Frage,
Wo sehen Sie die Unterschiede und die Parallelen und vielleicht auch nochmal in der direkten Bezugnahme auf das, was Bernhard Dietrich und Ulrich Chaussy gesagt haben? Ich meine, eine Ähnlichkeit ist ja frappierend. Wir haben auf der einen Seite einen toten Einzeltäter und auf der anderen Seite zwei Tote und eine, die schweigt. Und beides ist von der Bundesanwaltschaft jedenfalls die These, das Ende dieser Geschichte. So. Das wäre aber ziemlich kurz gedacht. Weil dass da sozusagen weitere Mittäter existieren, würde ich jetzt einfach mal sagen, ist gesichert. Sowohl was das Oktoberfest-Attentat betrifft, als auch was das Netzwerk des NSU betrifft. Ich glaube, da hat auch niemand ernsthaft mehr dran Zweifel. Die Frage, die sich mir stellt, ist doch auch in Bezug auf die Geheimdienste und die Kontinuitäten, die sich auftun, dass bestimmte Dinge, so wie sie am Ende dargestellt werden, nicht sein können. Das, glaube ich, würde auch jeder unterschreiben. Und das ist auch in allen Untersuchungsausschüssen so proklamiert worden. Die Frage ist, warum? Und ich glaube, da muss man die Parallelität aufmachen. Und da ist es vielleicht auch genau das, was gerade gesagt wurde im Bundestag, so wichtig, die Sichtweise noch mal weiter nach vorne zu setzen. Also es wurde ja tatsächlich so getan 2011, als wäre das der erste rechtsterroristische Akt in der Bundesrepublik Deutschland gewesen. Das ist natürlich völliger Quatsch gewesen. Ja. Also nicht nur das Oktoberfest-Attentat ist ja da vorausgegangen, sondern es ist eine Kontinuität mit etlichen Toten in der Geschichte dieses Landes und mit etlichen involvierten V-Leuten im Rahmen dieses Systems. Und man muss einfach schauen, und das war auch völlig richtig, was Dirk Lars vorhin gesagt hat, die waren da nah dran, das waren die Protagonisten, teilweise wurden die selber als V-Leute geführt, im NSU-Komplex waren die Leute dort untergetaucht und da hört in dem Moment, wo man weiß, die wollen Straftaten im Untergrund begehen, man weiß, wo die sind, auf einmal die Beobachtung auf, kann nicht sein und genauso verhält es sich im Grunde genommen mit der Beobachtung im Oktoberfest-Attentat-Komplex und deswegen ist das für mich eine ganz klare Kontinuität. Und man muss es, glaube ich, einfach auch am Ende zusammen denken. Was möglicherweise ein Unterschied ist, oder nicht nur möglicherweise, sondern ein Unterschied ist, und da will ich noch mal ganz kurz auf das eingehen, was Dirk Lars vorhin sagte. Also wir sagen ja gar nicht, dass jeder Polizist, der da involviert war, selbst individuell Rassist ist. Das war ja gar nicht das, was wir proklamieren. Wir sagen struktureller Rassismus, also eine Form der Wahrnehmung in den Behörden hat es diesen Behörden, den Ermittlungsbehörden, den Polizeibehörden versagt, die Ermittlungen auf das zu konzentrieren, was offensichtlich gewesen ist, was wirklich offensichtlich gewesen ist. Und Medien, Gesellschaft sind dem bis 2011 gefolgt. Und das ist für mich auch ein ganz wesentlicher Anhaltspunkt dafür, dass wir diesen versperrten Blick öffnen müssen. Und das ist auch sicherlich eine politische Konsequenz, das muss man schon sagen, im NSU-Prozess und auch in den Untersuchungsausschüssen bislang ziemlich gut rausgearbeitet haben. Naja, es klang eben schon an, ein Unterschied drängt sich natürlich auf, das ist die Komplexität, also allein durch die vielen Tatorte. Beim NSU-Komplex haben wir noch mehr Behörden, die involviert sind. Und wenn wir jetzt mal so hören, wie kompliziert das ist, bei in Anführungsstrichen nur einem Tatort da alle Akten zusammenzubekommen, kann man sich ja vorstellen, was der Kern des NSU-Problems ist. Also das ist wahnsinnig kompliziert, aber auch eine Chance. Es ist natürlich jetzt mal, wenn ich es jetzt mal ein bisschen flapsig ausdrücken darf, auch sehr viel schwer für sozusagen die Behörden den Laden dicht zu halten. Und wir haben auch im Rücklauf, vielleicht auch durch das Buch, muss man auch sagen, es gibt nicht nur Leute im System, die das toll finden, wie das läuft, also Polizisten und Ermittler, die das super finden, wenn man jetzt seit 4 Jahren irgendwie als inkompetent und dargestellt wird. Und da gibt es wirklich einen Rücklauf, auch im Kleinen. Also weiß ich nicht, wir haben ausgesagt im Ausschuss in Baden-Württemberg, danach hat mich ein Polizist angesprochen und hat gesagt, so wie Sie die Einheit von Michael Kiesewetter schildern, war es und das war noch viel schlimmer. Die waren so schlimm, die haben wir als lokale Polizisten gar nicht gerufen, weil danach gab es nur Probleme, weil die alles zusammengeknüppelt haben. Also das sagt ihr mir danach aufgrund der Aussage. Also es ist jetzt nichts, was uns fundamental weiterbringt, aber es gibt auch andere Sachen, die uns weiterbringen, weil einfach natürlich es nicht so ist, dass es eine geschlossene Einheit ist, die da so einen Korpsgeist vorlebt und das komplett, was wir auch in den Ausschüssen erleben, dass es immer wieder Zeugen gibt, die dann interessanterweise die größten Probleme kriegen, die sozusagen reden. Das ist der Unterschied und die Parallele ist natürlich, beide Fälle stellen uns die gleiche Frage, wie wir als Demokratie mit Staatsschutz oder als Bürger und als Gesellschaft mit dem Staatsschutz umgehen und was wir uns gefallen lassen und wie das definiert wird. Und da gibt es ja auch in Person von Martina Renner sozusagen durch das Thema NSA
haben wir dann auch gleich die Metaebene, wie ist es organisatorisch überhaupt noch möglich, diesen Staatsschutz parlamentarisch, demokratisch zu kontrollieren? Und wir sind immer wieder am gleichen, wenn ich jetzt Ihnen zuhöre, Herr Dietrich, oder wenn ich das erlebe in den NSU-Recherchen und anderen Recherchen, dass man immer wieder von der sagen, Gegenseite, hätte ich beinahe gesagt, abhängig ist, was für Akten rücken die raus und welche nicht. Da gibt es dann die völlig absurden, also wie diese mysteriös wieder auftauchenden Akten. Wenn also irgendwelche V-Männer ankündigen, ein Buch zu schreiben, dann tauchen die Akten wieder auf und so. Also das ist ja das Problem, das ist überhaupt nicht sinnvoll geregelt. Man ist da, Martina Renner hat es uns ja mal gesagt, man müsste das, es hieß ja irgendwie eine unabhängige Behörde oder jemand Unabhängiges müsste sich um die Akten kümmern. Vielleicht wäre ja auch das BKA und eine Durchsuchung beim Bundesamt für Verfassungsschutz mal eine Maßnahme. Nein, aber jetzt im Ernst. Ich meine, wir reden teilweise wirklich von Strafvereitelungen und was ein komplizierter Sachverhalt ist, aber das ist ja alles nicht mehr. Also wenn ich mir jetzt angucke, und es geht mir jetzt auch bei allem Lob, den der NSU-Untersuchungsausschuss immer bekommt, die sind so vorgeführt worden, angelogen worden von vielen Zeugen, bewiesenermaßen, und es passiert nichts. Man lässt sich das so gefallen. Also wenn ich mir die hessischen Zeugen angucke im vom NSU-Ausschuss in Berlin, wie die gelogen haben, und zwar bewiesenermaßen, auf Nachfrage. Also das passiert nichts. Die wird dann zwar vorher vorgehalten, so ein Zeugen, dass sie also sozusagen die gleichen Konsequenzen wie bei einer Falschaussage beim Strafprozess ihnen droht und so, aber es passiert dann nichts. Dann, das ist, glaube ich, auch, wenn ich das jetzt als zugegebenermaßen aus der Ferne Beobachter sagen darf, beim Prozess in München scheinbar das Problem, wenn die merken, mir passiert nichts, dann komme ich halt irgendwann nicht mehr oder lügt das Gericht an oder denkt mir irgendwas aus, ne, weil ich natürlich merke, mir passiert eh nichts. Und wenn ein Verfassungsschützer erwiesenermaßen vor Gericht lügen darf, so dreist, dass der Richter dann auch irgendwann nicht mehr weiter weiß und es passiert nichts, das sendet ja auch ein klares Signal aus. Das sendet das Signal aus, dass der Rechtsstaat gerade hier an eine Grenze stößt. Und ganz banal für die Zeugen und meinetwegen auch ja vor allem für die Zeugen aus der Szene, ich muss doch gar nicht sagen, was soll mir passieren? Das sind ja ganz pragmatische Probleme, mit denen wir zu tun haben. Florian Ritter und Martina Renner, noch ganz kurz zu Parallelen und Unterschieden aus Ihrer Perspektive. Also ich beziehe das jetzt einfach mal auf die bayerischen Behörden. Das ist weder eine Parallele noch ein Unterschied, sondern das ist sozusagen eine Linie, die sich durchzieht. Eine Linie der systematischen Fehleinschätzung von Gewaltpotenzialen innerhalb rechtsextremer Strukturen. Und das ist natürlich auch eine Geschichte, wo dieses Attentat und diese Mordserie sozusagen an einem Strang hängen. Nicht nur an dem Strang der Gewaltbereitschaft innerhalb der Naziszene und der Entwicklung, die es da gibt, sondern dass es vom Oktoberfest-Attentat bis 2011, bis zur Selbstaufdeckung der NSU letztendlich keine realistische Einschätzung dieses Gefahrenpotenzials gegeben hat bei den bayerischen Sicherheitsbehörden. Wobei das teilweise auch durchaus skurrile Blüten treibt, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, weil die Tatsache, dass die offizielle Version des Oktoberfest-Attentats lautet ja nach wie vor mit den Abschlussberichten, das war ein persönlich frustrierter Einzeltäter, die Tat hat keinen politischen Hintergrund. Das ist eine Geschichte, die noch nicht mal die Sicherheitsbehörden selber glauben. Und ich greife da einfach mal so einen Vorgang auf in Zusammenhang mit dem NSU-Ausschuss, Untersuchungsausschuss. Da kam nämlich an einem Punkt das Thema Oktoberfest-Attentat bei uns nochmal hoch, nämlich als 2006 die ermittlungsführenden Beamten beim Bayerischen Verfassungsschutz nachgefragt haben, ob sie ihnen denn Informationen darüber geben können, wie denn das Terrorpotenzial in der rechtsextremen Szene zu bewerten ist. Da gab es dann erstmal massive Probleme mit Datenweitergabe, aber es gab auch ein ungefähr zweieinhalbstündiges Gespräch zwischen zwei Beamten der Verfassungsschutzbehörden und dem Beamten der Polizei. Und da haben in diesen zweieinhalb Stunden die
Leute aus dem Verfassungsschutz, denen nicht etwa was erzählt über Blood and Anna, über diese Lone Wolf-Aktivitäten und diese ganzen Geschichten, die da diskutiert worden sind, sondern die haben 2,5 Stunden über das Oktoberfest-Attentat schwadroniert, was denn da damals war, und dann abzuschließen mit den Worten: im Augenblick sinngemäß, also im Augenblick gibt es keine Ansatzpunkte für irgendwie rechtsextremes Terrorpotenzial. Also für mich ist eigentlich wichtig, diese Kontinuität der Fehleinschätzung, die es da gerade in den bayerischen Verfassungsschutzbehörden auch gibt, und nachdem die Polizei ja immer nachfragt bei solchen Sachen bei den Verfassungsschutzbehörden, kriegt sie dann natürlich dann auch immer konsequent die falsche Auskunft. Und das trägt natürlich dann auch nicht dazu bei, dass bei den Kriminalbehörden da das entsprechende Potenzial aufgebaut werden kann, dass man mit solchen Taten überhaupt zu einer realistischen Einschätzung kommen kann. Ja, gleich. Aber erstmal Martina Renner, Kontinuitätslinie, Unterschiede, Parallelen. Also ein Unterschied ist sicherlich in der historischen Dimension. Also wenn ich höre, mehr als 3 Jahrzehnte mit Nachdruck um eine Aufklärung ringen, die also auch an vielen Stellen wahrscheinlich auch gefühlt oftmals dann auch schon in Rede oder in Abrede stand. Wir haben, denke ich, eine andere Situation im NSU-Komplex gehabt. Es gab auch die Versuche am Beginn, die Dimension des Ganzen herunterzureden. Ich erinnere mich noch an Artikel, die hießen Zelle, nicht Netzwerk und Ähnliches. Aber die haben nicht sozusagen die Deutungshoheit gewonnen in dieser Sache. Also man kann heute über das Netzwerk NSU reden und wird dafür nicht mehr gescholten. Da sind wir ein Stück weit weiter. Und ich denke, wir hatten von Anfang an, und das ist auch ein Unterschied, sicherlich auch einen großen medialen, aber auch zivilgesellschaftlichen Rahmen, der uns unterstützt hat. Und der auch sozusagen auch die Untersuchungsausschüsse getragen hat. Es gab Presseprojekte, die Untersuchungsausschüsse begleitet haben. Es gab Leute, die regelmäßig sozusagen in die Sitzung gekommen sind. Und es zieht sich ja jetzt bis vor das Verfahren vor das OLG München. Das Ganze findet nicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Da ist mein Eindruck immer, aber vielleicht ist er auch falsch, es waren doch sehr viele Einzelkämpfer in Sachen Oktoberfest. Das waren wir nie. Wir waren immer ein Zusammenhang von vielen, von politischen Leuten, engagierten Leuten, antifaschistischen Eingestellten und so weiter, die da an einem Strang gezogen haben. Einen Unterschied gibt es auch, der macht es bei uns schwer. Vorhin ist gesagt worden, es gab dann relativ schnell die These nach dem Attentat in München, das waren die Linken. Also diese politische Einflussnahme, die lässt sich ziemlich leicht nachvollziehen aus der Zeit und der sozusagen Situation, die damals also auch vor dem Hintergrund Ost-West-Konfrontation, der Feind steht links und so weiter, da gesetzt war. Wir haben das Problem vor den Wahlen und so weiter. Also das ganze Setting lässt sich sehr leicht erklären, warum dort diese politische Einflussnahme in der Form stattgefunden hat. Das ist beim NSU nicht so leicht. Also wenn man erklären will, warum auch politische Ebenen, zum Beispiel bei dem Nagelbombenanschlag in Köln, sich relativ schnell dazu entschlossen haben zu sagen, kein rechtsterroristischer Hintergrund, ja, dann kann man das nicht so einfach herleiten, wie jetzt zu sagen, klar, irgendwie, das bettet sich in eine allgemeine politische Stimmungslage ein, es gibt Parallelen, dann wird ja oft erwähnt, auch beim Oktoberfest-Attentat, zum Vorgehen in Italien und ähnliches mehr. So eine Situation haben wir bei NSU nicht. Das heißt, wir müssen tatsächlich auch nach anderen Erklärungen ringen, um das ins irgendwann mal sozusagen vor Augen führen zu können, was dort tatsächlich passiert ist und was ja auch Sebastian Schammer und auch Dirk Labs gesagt haben, was uns beim NSU fehlt. Wir können viel aufschreiben von dem, was wir festgestellt haben, aber wir haben das Warum noch nicht geklärt. Und das ist bei uns, glaube ich tatsächlich, wird es schwieriger werden als beim Oktoberfest-Attentat. Das ist auf jeden Fall meine Befürchtung. Möglich. Jetzt, vielen Dank. Haben Sie die Gelegenheit, habt ihr die Gelegenheit, Nachfragen zu stellen? Und an dieser Stelle Dank an die Referenten und Referentinnen. Aber
auch ein Dank an Sie, dass Sie so konzentriert zuhören, weil es sind ja zwei wirklich sehr filigrane Komplexe, die hier gerade aufgeblättert werden. 30 Jahre Oktoberfestattentat und 4 Jahre NSU-Komplex Aufklärung. Ja. Für die Nachfragen steht ein Saalmikrofon zur Verfügung. Ich würde Sie bitten, wir würden immer 3 Fragen bündeln, kurze Fragen und ich sage es mal so unhöflich, aber deutlich, keine Co-Referate. Und das gibt allen die Chance, mehr Fragen zu stellen. Eine Frage zum Oktoberfestattentat. Es hat mich etwas verwundert, dass keiner von Ihnen die sensationellen Aussagen dazu im Luxemburger Gladio-Prozess erwähnt hat. Woran liegt das? Und dann eine Frage zum zur NSU-Mordserie Selbstentdeckung, also dass da die mehr als unglaubwürdige offizielle Geschichte, da laufen diese Leute 10 Jahre lang unbehindert durchs Land und morden und überfallen Banken und sowas, geht alles gut. Und auf einmal, wenn da mal ein Banküberfall schief geht, statt dass die, wie sonst, sich an ihren Hintermännern, die sie offensichtlich gedeckt haben, wenden, ho, hilf uns mal, wir müssen schnell verschwinden oder irgendwas, sondern begehen sie angeblich gleich Selbstmord, erschießen sie sich. Also die Frage nach dem 4.11. Ja, was also da was passiert? Ihre Meinung dazu? Zu Luxemburg? Also, drei Fragen. So. Ja, also wir haben vorhin von Herrn Labs gehört, dass der Rechtsstaat an seine Grenzen stößt, und wir haben sehr viel über die Rolle der Bundesanwaltschaft in all diesen Sachen gehört. Ich habe eine Frage an Frau Renner, weil sie im Bundestag sitzt, ne? Das ist Bund. Ist da irgendwie, wie bewerten Sie das? Und was für Konsequenzen ziehen Sie da? Also, oder muss man da Konsequenzen ziehen? Das ist die Frage. Ja, Sie haben am Ende kurz angesprochen wegen der Motivationslage, also hinter diesem ganzen NSU und Oktoberfest, wo am Oktoberfestattentat vielleicht man nachvollziehen kann, was für Gründe oder Stay Behind etc. Beim NSU eher nicht, aber was für mich zum Beispiel sehr von Bedeutung ist, also ich bin Deutscher mit iranischem Hintergrund, ich frage mich schon, also es sind zwei Zeugen sind umgekommen, werden in unserem Land Leute umgebracht, also wenn ich umgebracht werde, ist es die Möglichkeit da und der Staat mich nicht schützt. Also diese Motivationslage dahinter, das ist natürlich sehr, sehr schwer, jetzt da irgendeine Aussage zu machen, das ist ganz klar, aber ich denke, dass Sie sich bestimmt Gedanken machen, also was sind für Strukturen dahinter, warum wird so gehandelt etc. Der Herr Labs hat eine Aussage gemacht, die ich so nicht teilen kann. Also wenn ich ihn richtig verstanden habe, das ist auch, was offiziell verlautbart wird, das ist eher, das sind Fehler, Kommunikationsfehler. Also es wird eher dazu führen, man muss den noch Verfassungsschutz noch verstärken, unsere Geheimdienste, damit diese Fehler nicht sehen. Ich weiß nicht, ob er es so gemeint hat. Also wenn er es so gemeint hat, dann kann ich überhaupt nicht teilen. Nee, das vielleicht nicht wagen Sie es irgendwie zu glauben, was Sie denken, was dahinter steht. Okay, 3 sehr komplexe Fragen. Fangen wir an mit der Luxemburg-Frage. Werner Dietrich? Also das kann man relativ schnell beantworten. Diese Spur ist unter Null, ist gar nichts. Das kann man gleich vergessen. Das hat mit der Sache nichts zu tun. Und wenn man auf diesen Zug springt, fährt man in die falsche Richtung und wird sozusagen als seriöser sich Ermittler oder als jemand, der sich seriös mit der Sache beschäftigt, und versucht, die Spreu vom Weizen zu trennen, desavouiert man sich selber. Also da ist absolut nichts dran. Ich kenne auch keinen, der sich seriös mit diesem Komplex beschäftigt hat, der sagt, jawohl, was der sagt, stimmt, und dem müssen wir nachgehen. Ich habe mir die Mühe gemacht, Herrn Andreas Kramer aufzusuchen in Duisburg, und ich war auch in Luxemburg. Herr Andreas Kramer hat ein sehr massives Vaterproblem, und daraus resultierte, dass er seinen Vater ja verantwortlich gemacht hat für das Attentat in Bologna,
für den Bau der Bombe von München mit Gundolf Köhler, für die 17 Sprengstoffanschläge in Luxemburg und außerdem sei er der Verwalter sämtlicher auf deutschem Gebiet befindlichen Stay-Behind-Depots gewesen. Das ist ein solcher, gut zu tun, ein solcher Käse. Und was er erzählt hat, ist eine ganz diffizile Mischung. Er hat sich alles angelesen, was über den Fall publiziert ist. Er hat sich richtig Berichtetes angelesen, er hat sich falsch Berichtetes angelesen und es gibt da nun auch so wieder. Es ist wirklich notwendig, dass wir als Journalisten bei solchen Geschichten nicht so gleich aufspringen, weil es halt irgendwie eine wirklich heiße Story zu sein scheint. Und ich muss an dem Punkt sagen, Verschwörung wird sehr gern genommen. Und an dem Punkt sind wir gut beraten, vorsichtig mit solchen Dingen umzugehen. Aber ich mag mich nicht weiter darüber verbreiten. Ich habe mich geärgert genug, da 2 Tage lang dran gehängt zu haben. Aber es war notwendig und es ist wirklich absolut nichts dahinter. Und es vor allem ist desavouiert eine ernste Angelegenheit, die untersuchungswert ist. Das muss man sich auch immer überlegen, auf was für eine Spur man sich setzt, ob als Anwalt oder als Journalist. Da sollte man wirklich versuchen, sich zu blamieren, nicht zu blamieren und das zu vermeiden. Ja, in dem Zusammenhang die Spur oder die Frage zum 4.11., also der Banküberfall, die beiden toten Uwes im Wohnmobil, ähnlich. Ja, da stehen wir ja noch lange nicht auf festem Boden. Das ist ja auch der Grund, warum der neue Untersuchungsausschuss in Thüringen mit dem Thema anfängt. Jetzt die Beweise wieder sich neu anzugucken, die Zeugen nochmal zu hören. Und da würde ich das erstmal abwarten, was da rauskommt. Die Geschichte dahinter ist, dass man das vor Abschluss des letzten Thüringer Untersuchungsausschusses so in den letzten Tagen relativ im Galopp machen musste. Teilweise lagen dann die Akten nicht vor, man konnte bestimmte Sachen nicht vorhalten. Das muss man jetzt